Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Neuheitenschau und ich bin am Stand von Skellig Games und wir wollen heute ein bisschen über eure Neuheiten sprechen. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen den Tisch entlang und du erzählst mir, welche Spiele ihr neu dabei habt. Ja, wir fangen hier an. Das ist Honeybus. Das ist eine Lizenz eines amerikanischen Verlages von Elf Creek Games. Bereich Kennerspiel. Wir spielen ein Bienenvolk und müssen versuchen, richtig guten Honig zu machen und sind so im Bereich Worker Placement oder Bee Placement, wie wir sagen. Und ist leider noch nicht da zur Messe. Den Satz wirst du gleich noch öfters hören, aber die Situation kennen wir alle. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil es auch wirklich optisch sehr, sehr schönes Spiel ist. Ich glaube, dieses Problem haben alle Verlage, von daher seid ihr da nicht alleine. Ja, das hört man immer wieder und es ist schade, aber es ist ja auch nicht zu ändern. Weiter geht's mit Ammonia. Du darfst gerne auch selbstständig weitermachen. Okay, das ist Ammonia. Das ist jetzt mal ein Produkt und ein Spiel, was wir selber gemacht haben, beziehungsweise das ist von Uwe Rosenberg. Ist ein Würfelspiel, Familienspiel. Relativ einfach, aber total toll und süß. Und wir haben es im Sagani-Universum angesiedelt. Das heißt, im Sagani ist es ja so, dass da Elementargeister versuchen, die Harmonie wiederherzustellen mit Klangscheiben. Und hier gehen wir jetzt der Frage nach, wo kommen denn diese Klangscheiben her? Und es stellt sich raus, dass es die Kinder der Elementargeister sind, die auf eine abenteuerliche Reise gehen, um diese Klangscheiben einzusammeln. Und das Ganze passiert dann eben mit Würfeln und es ist ein super tolles Spiel von Uwe Rosenberg, eben im Familienbereich. Und war das Uwes Idee oder eure, dass die im gleichen Universum wie Sagani spielt? Das haben wir uns ausgedacht. Der Uwe hat uns das so als Würfelspiel gezeigt. Wir fanden es sofort toll und haben aber gedacht, es ist immer schöner, wenn ein bisschen Thema dabei ist und deshalb ist es jetzt hier im Sagani-Universum gelandet und wir haben auch sehr süße Elementargeister-Kinder dabei. Also wirklich auch schön anzuschauen. Ja, und wie kam überhaupt eure Zusammenarbeit mit Uwe zustande, also auch schon für Sagani? Wir haben uns in Bielefeld, bei Bielefeld spielt, haben wir uns getroffen. Wir haben den Uwe einfach mal angequatscht und das ist ja ein ganz lieber, wie man weiß. Und dann ist da ein Kontakt entstanden und dann hieß es auch relativ schnell, kommt doch mal vorbei, ich zeige euch mal ein paar Prototypen. Und dann sind wir hingefahren und das Tolle beim Uwe ist, viele, die das schon mitgemacht haben, wissen das, das sind Prototypen, die kann man eigentlich vom Fleck weg veröffentlichen. Das heißt, der Mann ist so gut, dass alle Spiele, die er den Leuten zeigt, die er den Verlagen zeigt, eigentlich redaktionell fast schon fertig sind. Und das ist faszinierend. Und ja, Ammonia war jetzt eben wieder eins davon und wir sind sehr froh, dass wir da immer mal so ein bisschen was gezeigt bekommen. Ja, bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja. Das ist ein bisschen voll, aber ich glaube, du kannst auch von hier aus erklären. Kein Problem. Haben wir Darwin's Journey. Genau, Darwin's Journey von Thundergriff Games im Original, im spanischen Verlag, der auch Tangarden rausgebracht hat. Im Bereich Kennerspiel mindestens und ist auch ein Kickstarter gewesen. Was wir jetzt hier sehen, ist eine Kickstarter-Vorab-Version. Das heißt, die Endkomponenten werden noch mal ein bisschen hübscher werden. Und ist ein faszinierendes Spiel. Also wir spielen Darwins Reise nach, das sagt ja schon der Titel. Es gibt auch noch eine Erweiterung dazu, Feuerland. Und hat unheimlich viele Mechanismen kombiniert. Ein super tolles Spiel, wird sich aber leider auch ein bisschen verzögern. Im Moment gehen wir von erstes Quartal aus. Schauen wir mal. Und bevor wir jetzt noch über Rue sprechen, wie ist das? Wir hatten jetzt schon über Uwe Rosenberg gesprochen, wie er an das Spiel kam. Das habt ihr ja selber betreut. Ja. Und wie findet ihr jetzt die Spiele, die ihr lokalisiert? Das ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Also hier lag es jetzt natürlich nah, weil wir das Tangarden ja auch schon in Deutsch gemacht haben, dass wir einfach gucken, was die noch machen bei Thundergriff. So ist das auch bei Honeybus mit Elf Creek gewesen. Da haben wir das Atlantis Rising vorher gehabt. Aber wir schauen natürlich überall. Wir schauen bei Kickstarter. Dann gibt es Verlage, die von sich aus sich melden und sagen, wir haben hier schöne neue Spiele, schaut doch mal nach. Und wir gucken in den sozialen Medien und schreiben dann die Verlage einfach an. Und dann ist das so ein Ausleseprozess. Ne? Ist das Spiel noch zu haben? Macht das Spiel Spaß? Ist das was für uns? Passt das finanziell in den Rahmen? Natürlich auch. Und aus allen diesen Ebenen setzt sich dann eben die finale Auswahl zusammen und dann hat man eben ein paar Lizenzspiele auf dem Tisch. Und das ist dann so die Quintessenz dessen, was wir als Verlag sein wollen. Und so kommt es dann eben zum Beispiel zu Honeybus oder Darwin's Journey.
Ihr seid ja, finde ich zumindest, relativ schnell gewachsen. Also ich kann mich noch erinnern, Concerto war jetzt so der erste Kontakt, den wir hatten. Ja. Das war praktisch noch ein Spiel, was ihr dann hattet. Und jetzt habt ihr immer mehr, auch viele Lokalisierungen. Ja. Wollt ihr noch weiter wachsen oder seid ihr jetzt bei einem Maß angekommen, wo ihr sagt, das ist so das, wie wir es uns vorgestellt haben? Oder was ist so euer Ziel? Also grundsätzlich ist es so schön, wie es jetzt ist, aber wir sind ja angetreten als Team. Also die anderen sind nach und nach dazugekommen, aber wir sind ja jetzt schon länger ein Team von 5 Leuten. Und das Ziel ist im Endeffekt, dass wir davon leben können. Und da sind wir noch nicht. Es ist für uns alle noch ein Nebenjob oder eine Nebentätigkeit, ein wunderschönes Hobby. Aber Traum wäre natürlich zu sagen, okay, in diesem Verlag sind wir jetzt alle zu Hause und können davon leben. Und da müssen wir noch ein bisschen ranplatzen. Dauert noch. Ja, wenn du schon über euer Team sprichst, erzähl doch mal so ein bisschen, wie seid ihr verteilt? Macht ihr alle alles oder hat jeder seine speziellen Aufgaben? Nee, wir haben da schon so ein bisschen Schwerpunkte festgelegt. Das ist jetzt nicht so sklavisch getrennt, aber wir haben zum Beispiel die Beate, die steht da hinten, die kümmert sich so ein bisschen um Veranstaltungen und um Redaktion auch. Für die Redaktion haben wir den Joachim hauptsächlich noch. Und dann haben wir die Chrisli, die macht Vertrieb, und den Thomas, der ist im Bereich Marketing, soziale Medien tätig. Und ich mache dann den Rest. Und alles, und du schaust auch drüber wahrscheinlich. Ja, klar, einer muss ja so ein bisschen auch den Überblick behalten. Das heißt jetzt nicht, dass ich der Chef bin, aber das muss ja irgendwo koordiniert werden. Und sind halt noch viele Sachen, die dann übrig bleiben, die ganzen Verwaltungsgeschichten und so. Genau, dann wollen wir uns zum Abschluss noch Brew anschauen. Hier. Ist ja auch eine von vielen heiß ersehnte Neuheit. Worum geht's da? Brew ist im Prinzip, spielt in einem schönen Wald und man muss Tränke bräuen und muss die Harmonie der Natur auch hier wieder herstellen. Es zieht sich so ein bisschen durchs Verlagsprogramm, merke ich gerade. Ist so ein bisschen Area Control Basis mit wunderschönem Material von Pandasaurus, die ja auch kein Unbekannter sind in der Branche. Und allein die Würfel sind ja zum Wegschmelzen, finde ich. Auch hier leider noch ein bisschen hin. Wir hoffen, dass es dieses Jahr noch kommt. Sind guter Dinge, aber versprechen können wir es nicht. Ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, ist halt einfach so. Ja, wunderbar. Dann haben wir wieder über eure Spiele und auch ein bisschen über euren Verlag gesprochen. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Messe, eine erfolgreiche Messe. Ich drücke euch die Daumen, dass die Spiele nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen und bedanke mich natürlich bei dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Wir bedanken uns auch. Vielen Dank. Schöne Messe für euch.